Hallo und willkommen zu meinem aktuellen neuesten Projekt, der Severing. Ich weiß es gerade nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf Deutsch heißt das so viel wie das Leid. Ihr kennt mich ja, ich und Englisch vorlesen, richtige Aussprache, bläh, egal. Nun ja, egal. Ja, The Severing, ein Horrorspiel. Ah, oh, schön, wir kriegen auch noch ein Intro präsentiert. Das ist doch schön. Einfach nur eine Weile warten. Wie ihr schon sehen könnt, wir spielen in einem Gefängnis. Das ist doch richtig toll. Aber wisst ihr was? Ich klicke das jetzt einfach nochmal weg. So. Denn die Vorfreude will ich euch ja nicht wegnehmen, weil das Spiel, ich habe mal so die ersten 5 Minuten gespielt, so um den Sound einzustellen, ein bisschen die Steuerung zu lernen. Das Spiel ist also für mich blind und bisher gefällt mir, was ich gesehen habe. Okay, ich rede mal nicht mehr um den heißen Brei rum, sondern wir machen ein schönes Spiel. Impossible, genau. Ich nehme Medium. Ja, das Spiel ist übrigens komplett auf Englisch. Ich hoffe, ihr könnt Englisch. And I still hate it. I swear Abbott's full enough already. At least when you escort an inmate to death row, you know he's scheduled to get what he deserves. Ernesto, you can really be a jackass. You know that? But you hear what this one did? I don't want to know. And you know he beat his ex-wife to a bloody pulp. Killed her with his fists. Look, I said I didn't... Then he drowned one son in the tub and threw the other out a window. Don't ask me to cry for him. Whew. Inmate, is this true? Oh, he won't say. Claims he blacked the whole thing out. A likely story. The needle's too good for him. Filthy inmate. They should all die. Willie's bed isn't even cold yet, and already they brought in a new guy. I heard he killed his old lady and kids. Sick motherfucker. Be quiet, you jerry-curled fool. Don't you know who that is? Why should I? That's Torque. The man himself. Word is he shivved half the Aryan Brotherhood over at Easton. So fucking what? I can understand a guy killing his old lady, but he popped his kids too. Motherfucker deserves to be strapped down and dosed. You believe what the COs tell you, Slick? You don't know shit about the man. I'm telling you, what I heard, he's all right. That cocksucker's not gonna be all right for long if he's in the row with the rest of us short-timers. Shut your cracker ass, Goose. Man's due respect. You show him respect. I decide who I respect, shit boy. Don't you go telling Quiet me. Quiet down in there. Some of you want to go back on the loaf? I didn't think so. Hey, you. Yeah, you. Neighbor. Nice to meet you. My name's Floyd. How long you got till your turn on the table, huh? You all out of appeals? Your lawyer fuck you? I read about your trial. They got no witnesses, all circumstantial evidence. No one knows what really happened but you. But you can't remember a thing, is that right? Best not to listen to him talk. Floyd's a degenerate parasite. They should have slapped the cuffs on him coming out of his mama's At least tongue. I know Jesus is with me, man. Whatever I've done, the Reverend says Jesus has forgiven me. Will you shut the fuck up? You baby-raping, sodomizing sack of shit! I was just asking the man a question, Goose. Whoa! What the fuck shit. Is this shit? It's an earthquake! What the hell's going on? The intel. CO, you gotta let us out! We're still humans, man! The whole we fucking got place is coming down! Whoa. Sweet Jesus, what the hell was that? Slick, you okay, man? Is the prison collapsing? Are we sinking into the ocean? CO! CO! What the hell's going on? Slick, what in the fuck just happened? Slick! Slick! Goose, you still there? Yeah, I'm still here. And it wasn't me. If that's what you're thinking, I didn't touch that. Who was that? Goose? For fuck's sake, what's going on? Can we forgive those who just passed a Hier geschehen seltsame Dinge. I thought we were done for. We gotta get out of this shit can before it collapses. Shit. There's something in here. It's in here! Help me! Aua. Arme Sau. Ach, genau. Wir stehen hier mal gechillt in der Gegend rum. Wir haben... Wow. What the... Wow. Okay. Wo zur Hölle ist das Ding hin?
Ich bleib doch lieber hier. Ja, wir haben hier auch unseren First-Person-Modus. Aha. Hallo. Inmate, back in your cell. Everything's under control. Oh, das ließ er sich zweimal durch den Kopf gehen. Aua. Uhu. irgendwie ist mir das doch da sympathischer. Hallo. Sorry, Junge. Oh, und er lächelt. Oh, guck mal da, wie der lächeln kann. Oh. Kein Wunder. Also bei den lustigen Bildern würde ich auch lächeln. Oh. Was hat denn der da stehen? Ist das ein Koch? Seltsam. Hitchcock, oder? Nee, was anderes. Okay. Faszinierend, was hier so rumsteht. Ja, ihr habt ja schon bemerkt, das Spiel hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber ich finde, ja, es ist sehr anspruchsvoll. Auch diese Idee von Third Person in First Person. Das will mir nicht gefallen. Was habt ihr mir hier zu sagen? Was zur... Okay. Wow. Gegen was kämpft ihr eigentlich? Ah, scheiße. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Dinge, die es hier nicht geben sollte. Aha, Batterien. Taschenlampe kriegen wir dann hier auch noch. Na, teilweise erinnert die Steuerung ein bisschen an Silent Hill, so über die Schulter. Wobei, Resident Evil könnte ich mir auch noch gut vorstellen, so als Vergleich. Es hat was, also es hat seinen Charme. Für was die Flagge stehen soll, das weiß der Teufel. Ja. So, hier war auch nichts. Tote Hose. Da war ich drin. Aha, was ist denn das? Xumibum. Ah ja, dieses Heilzeug. Ach du Scheiße. Wow. Wo haben die seinen Kopf hin? Ernsthaft, wo ist sein Kopf? Hä? Der hatte doch mal einen Kopf. Ist er im Klo? Nein. Waschbecken auch nicht. So kann ich langsam laufen. Okay, stylisch. Hat was. Yeah. Ich hab ein Messer. Aber was für eins. Machen wir mal auf. Jetzt möchte ich aber doch mal was gucken. Feuerlöscher. Aha! Dynamische Objekte gibt's ja auch noch. Geil. Was zur... Uiuiuiui. Hier geht's ja gut zur Sache. Ihr habt richtig Spaß hier. Moment mal. Kippen? Jungs, was macht ihr denn? Ihr sollt doch nicht bei der Arbeit rauchen. Schöne Vorbilder seid ihr. Lass doch mal gucken, was hier... Wow! Fängst du bei der Arbeit? Hey! Der hat ja eine Moral hier. Nämlich gar keine. Pennt bei der Arbeit, raucht, wo er nicht rauchen soll. Und wundert sich, dass er dann irgendwo im Schrank landet. Okay. Ah, die Duschen. Schön. Hier... Was steht da? Pixel. Okay. Kann ich eigentlich hier das Licht einschalten? Ich kann. Hey, das ist doch schön. Richtig hübsch interaktiv. Ich brauche ein paar neue Klamotten. Warte. Telefon? Hallo? Key, listen to me. You gotta get out of there. That island's more than just a prison. It's so much worse. It brings out the worst in everyone. Get out of there, Key. Run! Run as fast as you can! Moment mal.
Der sitzt doch im Knast, weil er seine Frau umgebracht haben soll. Und da ruft jetzt eine Frau an. Böse Vorahnung. Okay, ich will hier doch nicht rein. Lalala. Ah, ich muss sagen, für die Zeit richtig schöne Effekte. Oh! Junge, du stehst irgendwie neben dir. Heftig. It's bloody anarchy here, and Luther's lost his sorting mind. What's the status over there? You copy? Wirklich? Bollocks. I've got to get out of here. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Ist der Spind umgefallen? Okay, das hat was. Hier sieht man Sachen, die man sonst übersehen würde in dem Modus. Oh, so wie den Herrn hier. Hallo, mein Junge. Fehlt dir was? Oh, dir fehlt eine Hand. Nur hat der jetzt hingesehen. Schaust du in die Richtung, wo was ist, oder? Gibt's hier was? Tatsache! Batterien! Zeppelin, bla bla, Zeppelin, haha. Schön duster, ich will hier nicht durch. Da tropft Blut. Ich mag Blut. Aber nicht, wenn's tropft. Moment, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wie waren eigentlich die Tasten belegt? So, über... Über E und D kann ich so seitlich springen? Okay, das könnte mir noch nützlich sein. Mal gucken. Aha, hier war ich doch aber schon. Na. Komme ich jetzt hier durch? Mal gucken. Immer noch nicht. Na, sage mal. Okay, da will ich nicht nochmal rein. Was ist hier los? Okay, hier nichts. Achso, von da drüben kam der. Ups. Nö. Und hier? Auch niemand? Ah, doch. Thank God I made it into the light. I think I'm safe in the light. You've got to get me out of here. Nein, ich denke nicht, dass du hier sicher bist. Ja, jeder andere wird mal aus dem Weg gehen. Aber du denkst dir, ha, die neue Farbe, die steht mir gut. Rot ist die neue Sommerfarbe. Rot ist das neue Schwarz. What's going on? Is it right? What's the situation? This Nash up in Tire A3, I can't see what's going on. Was zu? I hear sounds, but when I shine the spot down there, it's like everything scampers out of the way. I can't see well enough. Shit, get away from me! Man, I killed it. But that thing's impossible. Like some kind of spider with swords. Goddamn inmates behind this, I know they are. Is anyone listening to me? I think maybe I just better stay up here where I'm Okay, jedes Mal, wenn sie sagen, sie wären sicher, gehen sie drauf. Ich bin sicher. Kein Gegner? Okay, ich bin sicher. Was mache ich eigentlich mit... Ah ja, okay, so springe ich. Die Tasten sind hier anscheinend richtig vollgepackt. Oh, Checkpoint. Gut. So, oh. Hallo, mein Freund. Das ist ja, wie sich das immer durch den Kopf gehen lassen. Du siehst ungesund aus. Lass mich dir helfen. Wow. Sei mal nicht so frech hier. Den Anstrich habe ich schon. Okay, du scheinst tot zu sein. Moment mal, habe ich dich gerade verstümmelt? Nee, du fällst so auseinander. Okay. Ja, das Interessante ist, als ich mal nach dem Spiel geforscht habe, habe ich so herausgelesen, die Gegner orientieren sich an alten Hinrichtungsarten. Also die hier wurden anscheinend, ja, zu Tode verstümmelt durch Messer. Oder so. Ja.
kann man sich seiner... Oh! Was zur? Hallo? Oh! Hold it right there, or I will cut you down! You hear me, inmate? Do you hear me? Halt die Schnauze! He's gone to shit. Right now I prefer a murdering scumfuck from the road to one of those monstrosities. We got a better chance to survive if we stick together. But you will do exactly what I say, or I will punch a hole in your sorry ass. Got it? Calm down. Fuck him. When I see these bastards spawn, I'm gonna stay in the dark. Go get a flashlight from the break room down the hall. And no funny stuff, or I will blow your head off. Comprende? Ach, das finde ich ja niedlich. Sie sagt uns, komm runter, und die andere Stimme, kill ihn, kill ihn. Richtig niedlich. Ich habe hier also Entscheidungsmöglichkeiten. Okay, der hängt hier so rum. Aha. Ah. Ich kann hier also Objekte ziehen. Erinnert mich wirklich immer mehr an Resident Evil. Gefällt mir. Hä? Was denn da? Jungs? Wer hängt sich bitte sowas... nein, nein, nein. Ich will nicht wissen, was ihr hier treibt. Meine Güte. Okay, hier ist auch nichts. Ah, Taschenlampe. Gut, wie mache ich die dann an? Lass mal gucken. F, okay, mache ich dich mal aus. Okay, mit Taschenlampe wird das wirklich wie sein, Till. Tote Hose? Okay. Okay, ich denke mal, die Taschenlampe hat auch so... Ah ja, da habe ich die Anzeige und dann die Batterien, die ich dazu habe. Okay, das ist gut. All right, you got a light. We gotta head downstairs to get out of this shithole. And you better stay out of my way. If I need to shoot more of those fuckers, I will not hold my fire on your account. You read me? Okay. Ich denke mal, ich lasse ihn am Leben, weil zwei Leute, die kämpfen können, sind besser als einer. So, lass mich da mal rein. Drück deinen Knopf. Okay, noch eins. Tatsache. Boah. An diese Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Zappel nicht so. Ich treff dich sonst noch. That's the last of them. You handled yourself all right for an inmate. Okay. Carnate Island's got a strange history. And Abbott is one fucked up hoosegow. And let me tell you. We better stay away from the fucking basement. If things are bad up here, down there, it's gonna be like the mouth of hell. I always saw the good in you. Help me! Goddamn! What the hell was that? I gotta check it out. Stay here! Okay, was zur Hölle? Hä? No more. Was zum... Kann ich da rein? Oh, ich kann! Was zum... Müll? Hier saß doch gerade einer. Okay. Moment, ich habe eine Idee. Okay, da kann ich nichts machen. Lass mich doch mal hier rein. Lass mich doch mal schauen. Oh, ganz altmodische Handschellen. Nicht übel. Aber ich will jetzt hier erstmal abkassieren, was es hier so gibt. Tada! Genau, das möchte ich doch haben. Das finde ich richtig praktisch, dass er das Zeug einfach so bei vorbeigehen aufsammelt.